Da habe ich auch noch mal gesehen, wie sehr wir vom Leben einfach geführt werden. Das heißt, du bist immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, wenn du dich auch führen lässt. Jeder von uns ist immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, wenn wir uns denn führen lassen, wenn wir uns auf unser Herz vertrauen, wenn wir auf unser Herz lauschen und uns führen lassen. Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieses Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir heute hier zur Seelenfreude-Challenge Tag 4. Wie geht's dir, Sonnenschein? Bei uns im Saarland regnet es gerade alles grau in grau. Da dürfen wir die Herzen, die Sonne im Herzen haben. Es sind 8 Grad draußen, überhaupt nicht meine Temperatur. Umso größer wird gerade meine Sehnsucht, mich in warmen Gefilden aufzuhalten, was ja so ab Juli vermehrt der Fall sein wird. Ja, werde ja auch meinen Umzug oder unseren Umzug da vorbereiten nach Zypern. Das geht jetzt alles ein bisschen schleppender, als ich dachte. Und jetzt hier Mai, Juni, da ist eh noch bewusst ein größerer oder der Aufenthalt hier in Deutschland vorgesehen, weil unsere Tochter, die macht gerade Abi. Und ja, da möchte ich natürlich auch noch hier sein. Und ab Juli wird sich das dann alles ein bisschen ändern. Okay, ja, wie geht's dir? Welche Erfahrungen hast du gestern gemacht? Hast du ja, dich in deiner Bauchatmung geübt. Wie hat das geklappt, tagsüber immer mal wieder dran zu denken? Schreib es mir doch gerne mal ins Kommentarfeld rein. Ich sehe hier, ich habe Zuschauer. Wer dabei ist, kann ich noch nicht sehen. Die Birgit, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Birgit. Schön, dass du so früh auch mal live heute mit dabei sein kannst. Das geht, glaube ich, ansonsten ja beruflich bei dir nicht, ne? Ja, schön, dass du da bist. Ja, ihr Lieben, wie sind deine, eure Erfahrungen gestern, Bauchatmung damit gewesen und auch Fragen zu stellen? Hast du Antworten bekommen? Was sind so deine Erfahrungen damit? Schreib's gerne mal ins Kommentarfeld rein oder wenn du Fragen hast, ich gehe gerne drauf ein, schreib's rein, ich gucke da auch rein und ja, geh da gerne drauf ein. Liebe Katharina, wunderschönen guten Morgen. Schön auch, dass auch du dabei bist, ne? Ich glaube, wir sehen uns ja gerade bald live im realen Leben. Da freue ich mich, dich auch mal persönlich kennenzulernen. Die Hilke ist mit dabei. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Seelenfreude-Challenger. Ja, heute möchte ich mich mit dir über das Thema Urvertrauen unterhalten und dir da Tipps und Anregungen geben, wie du Urvertrauen ins Leben wieder gewinnst. Das Urvertrauen, das ist in dir verborgen. Wir haben es nur verlernt, es wahrzunehmen und unser Urvertrauen auch ja, ins Leben zu lassen, so zu einem Teil. Wenn wir uns mal in der Natur umschauen, überall da, wo die Menschen nicht am Wirken sind, überall da, wo die Menschen nicht am Wirken sind, sprich Häuser bauen, die Straße zupflastern, irgendwie in die Natur eingreifen, da ist überall Fülle. Da ist überall Fülle, Fülle, Fülle. Die Natur kennt keinen Mangel, definitiv nicht. Wenn wir im Wald sind, egal wo, oder irgendwo auf dem Feld, auf Wiese, auf Wald und Wiese, Flur und Wiese, sagt man, unterwegs sind, wo nicht gedüngt wird, ich rede jetzt von künstlichem Dünger, also wo überhaupt nicht in die Natur eingegriffen wird, egal jetzt mit welchem Dünger, ist nur Fülle da. Dieses Mangelbewusstsein, das haben wir Menschen uns im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende selbst eingepflanzt. Und sobald der Mensch auch aufhört, irgendwo in die Natur einzugreifen,
das auch mal noch für unseren Denker, für dein Denker als Beweis quasi. Unser Denker, unser Verstand, der hat immer gern Beweise für alles. Der will immer alles direkt sehen und greifen. Deshalb ist es im Übrigen auch so, und die Herausforderung, wirklich so auf seinem Weg zu bleiben, sein Herzensding zu machen, immer wieder auf die innere Stimme zu lauschen, weil diese Beispiele, wie wir geführt werden, wie Fülle da ist, wie alles für uns da ist und dass wir auch auf dem richtigen Weg sind. Das Universum schickt uns Botschaften. Wir haben ein wohlwollendes Universum, ein wohlwollendes Leben an unserer Seite, aber das funktioniert alles von den Beweisen her überwiegend nicht so, wie wir es vom Verstand her kreieren können und wollen oder wie der Verstand der Denker oder für unser bloßes Auge sichtbar das immer gerne hätte. Ja? Und überall da, und deshalb fällt es uns so schwer, dran zu bleiben. Wir machen dann mal ein paar Dinge für ein paar Wochen oder so oder manchmal auch nur für ein paar Tage. Und dann kehren wir wieder zurück ins Schneckenhaus und sagen, das funktioniert nicht. Und deshalb bringe ich dir nachher auch mal noch ein paar Beispiele aus meinem Leben, wie ich es da wirklich geschafft habe zu sehen, wie das Leben wohlwollend an der Seite ist, wie es uns lenkt, wie es uns Botschaften schickt. So, und jetzt mal zurück dahingehend, wie die Natur immer in Hülle und Fülle da ist. Sobald der Mensch irgendwo wieder aufhört einzugreifen, ein Haus zum Beispiel verlässt oder irgendwo Straße zugeteert hat mit Asphalt und dann nichts mehr macht, die Natur erobert es sich zurück. Und jetzt schau mal, welche Kraft, welche Energie in der Natur ist, dass ein Grashalm, ein Löwenzahnblatt, ein kleines Pflänzchen, was auch immer, es schafft, Asphalt zu durchbrechen und eine Pflanze dadurch wächst oder ein Bäumchen, also ein kleines Pflänzchen, das später zu einem Baum wird. Hab mal Bilder vor Augen von verlassenen Dörfern und Häusern, wie die Natur sich alles zurückerobert. Und daran kannst du sehen, wie gewaltig die Natur ist. Welche große Energie und Kraft da ist, die uns ja alle umgibt. Wir sind ja ein Teil der Natur. Wir sind ja ein Teil des Ganzen. Wir haben uns nur mit unserem Fortschritt im wahrsten Sinne des Wortes, wir sind fortgeschritten von uns selbst, davon abgeschnitten, hier mit unserem Köpfchen, mit unserem Denker, mit unserem Verstand, den wir haben. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, wir brauchen unseren Verstand, wir brauchen unseren Denker, aber da greift auch so das schöne Sprichwort, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und den Verstand gilt es wieder als Diener einzusetzen und nicht als Herrscher. Okay? Also an diesem Beispiel siehst du, welche Kraft, große Kraft da ist und du selbst bist in dieser Kraft, in dieser Energie ja drin. Du bist ein Teil des Ganzen. Das heißt mit anderen Worten, diese enorme Kraft und Energie, die ist auch in dir drin. Und das Universum agiert einfach auf unterschiedliche Art und Weise, so wie wir das einfach von unserem Verstand, von unserem Denker nicht kreieren können. Und das sind einfach mal Dinge, die wir auch nicht so direkt greifen können. Und jetzt bringe ich dir mal so zwei, drei Beispiele aus meinem Leben, die wirklich, und so banal das klingt, die wirklich zum großen Teil dazu beigetragen haben, dass ich das Urvertrauen ins Leben und auch damit eben in mich selbst, dass ich es geschafft habe, da unter anderem auch nach 30 Jahren mich aus dem öffentlichen Dienst zu verabschieden, also dieses Vertrauen ins Leben zu haben, absolut unabdingbar meinem Herzen zu folgen und das zu machen, was mir am Herzen liegt, was meinem Seelenplan entspricht, was mein Ding ist. Und das sind ganz kleine, banale Dinge. Ich habe da ganz viel Urvertrauen zum Beispiel aus Bereichen genommen, wo wir unterwegs waren, wo wir im Urlaub zum Beispiel unterwegs waren. Wir sind heute Morgen, als ich mir so ein bisschen Gedanken darum gemacht habe, auf welche Art und Weise ich dir das näher bringe, so drei Beispiele
präsent nochmal gewesen. Einmal waren wir in London unterwegs, das ist schon ein paar Jahre her, die Kinder waren noch kleiner und wir sind dort irgendwie am Abend erst mit dem Flieger angekommen und hatten uns auch ein bisschen Zeit gelassen und sind nicht auf die Idee gekommen, dass es in einer Weltstadt wie London irgendwann nachts um 1 Uhr die Türen zugehen der U-Bahn-Station und die schließt und irgendwie morgens um 4 wieder weiterfährt. Und so waren wir dann dort an der U-Bahn-Station uns am Orientieren, wo wir hin müssen, um ins Hotel zu kommen, in welches Gebiet wir da müssen. Und haben da gesehen, dass die anfangen, irgendwie die U-Bahn-Station zuzumachen. Wir hatten noch keine Karten und nichts. Und da kam eine Security oder Polizei oder was das da war, kam auf uns zu und hat gefragt, wo wir denn hinwollen. Und wir haben denen das gesagt, in welchem Bezirk. Das hatten die uns dann eben geholfen. Und haben uns eben auch gesagt, die schließen jetzt, die letzte Bahn fährt gerade. Und wir haben gesagt, wir haben noch keine Karten. Ja. Geht einfach. Also die haben uns dann da durchgelassen, wohl wahrscheinlich auch mit dem Bonus, weil wir Kinder dabei hatten. Und so durften wir eben kostenfrei auch die U-Bahn da für diese 2, 3 Fahrten, da mussten auch noch umsteigen, nutzen. Es geht jetzt aber nicht um das kostenfreie Nutzen, sondern wie wir einfach gelenkt wurden. Wir waren vorher noch so ein bisschen im Außenbezirk unterwegs, hatten dann den Impuls, da in diese eine U-Bahn-Station reinzugehen. Und wie wir einfach gelenkt wurden, dass wir zum richtigen Zeitpunkt gerade noch so in die U-Bahn-Station reingegangen sind und dann eben auch die letzten Bahnen noch bekommen hatten, um da eben am Hotel noch anzukommen. Das war ein Beispiel, wie wir geführt und gelenkt waren. Und im gleichen Jahr auch in London, das war noch zu einem Zeitpunkt, wo ich meine Ernährung im Hinblick auf Rohkost und vegan noch sehr, sehr, ja, ich sag mal, streng gesehen hatte. Also wenn wir irgendwo in eine Pizzeria reingegangen sind mit den Kindern, da geht man ja schon mal des Öfteren in Pizzerien, da habe ich mir dann auch die Pizza immer bestellt, auch ohne Käse, ob sie jetzt geschmeckt hat oder nicht, aber ohne Käse und solche Dinge. Ich habe das noch sehr streng gesehen. Und das war auch zu einem Zeitpunkt, wo du nicht unbedingt mit Google Maps, also wir zum Beispiel zumindest, sowas gab es damals sicherlich auch schon, aber handymäßig waren wir in der Richtung nicht unterwegs. Sowas, wir hatten zwar wohl ein Handy, aber jetzt nicht mit solchen Techniken wie Google Maps oder sowas ausgestattet. Und ich hatte mir da im Vorfeld natürlich vegane Restaurants in London ausgesucht und hatte so gefühlte 10, 15 DIN A4 Blätter dabei mit Anschriften. Und wir hatten unser mobiles Navigationssystem, glaube ich, dabei, was wir aus dem Auto mitgenommen hatten und das eben so ein bisschen genutzt. Aber das war sehr, sehr mühselig. Das hat uns dann manchmal trotzdem in die falsche Richtung gelenkt. Und ich habe dann irgendwann beschlossen, so, ich höre jetzt auf, mich selbst und vor allem auch die Familie jetzt zu stressen, diese vegane Restaurants hier zu finden. Habe meine Zettel in die Tasche gepackt, habe so ein paar Restaurants schon im Kopf gehabt, wo ich schon sehr, sehr gerne hätte hinwollen, aber habe gedacht, komm, das macht jetzt keinen Sinn, hier Stress zu machen. Wir lassen uns jetzt einfach leiten, wir schauen uns hier die Dinge in London an, die wir gerne sehen wollen und da, wo wir dann eben sind, da finden wir was zu essen und fertig und ich finde auch was zu essen. Also kein Stress weiterhin. So, und dann sind wir aber jeweils so geführt worden, dass wir überwiegend in den Lokalitäten gelandet sind und zwar einfach nur, weil wir losgegangen sind und ich einfach auch losgelassen hatte. Also in erster Linie uns die Dinge angeschaut hatten in London, die wir uns anschauen wollten, gehen irgendwo um die Ecke zu einem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, so jetzt ist es Zeit mal was zu essen. Und da war genau das vegane Restaurant, das ich auf meiner Liste hatte. Und ein Erlebnis, das war glaube ich am letzten Tag unseres Aufenthaltes, ich wollte unbedingt ins Govinda eigentlich noch nach London, aber wie gesagt, hatte losgelassen. Und wir sind da so durch die Straßen und hatten hier geguckt und da geguckt, einfach nur sightseeing-mäßig unterwegs. Und plötzlich stehen wir vorm Govinda. Und das ist einfach so für mich eine besondere Lokalität in London gewesen. Jetzt nicht nur wegen dem Essen, sondern auch wegen der Energie. Dort sitzt niemand oder saß zumindest zum damaligen Zeitpunkt, wie es heute ist, weiß ich nicht.
Niemand, der sein Handy irgendwie in der Hand hatte, der mit einem Computer gearbeitet hat oder auch die Familien, die saßen da, die haben sich untereinander, miteinander unterhalten. Da war es auch normal, dass man sich zusammen an einen Tisch hockt, auch zu fremden Menschen. Wir sind ja so isoliert inzwischen, wenn wir in ein Lokal gehen. Wir schauen ja, wo ist ein freier Tisch und setzen uns eigentlich nur in Ausnahmefällen zu anderen Menschen dazu. Das ist etwas, was wir uns total abgewöhnt haben. Kinder würden das nie machen. Die würden sich nie isoliert alleine in ein Café hocken. Die suchen ihresgleichen und setzen sich zusammen und unterhalten sich. Und ja klar, Kinder spielen miteinander. Aber das ist etwas, was wir uns im Laufe der Jahre auch angeeignet haben. Je älter wir werden, wenn wir es nicht mal bewusst wieder machen, wir schauen immer nach freien Plätzen in einem Café oder im Restaurant und hocken uns dahin. Ja? So, und das war am Govinda anders. Und nicht nur, dass das Essen dort einfach genial war, wie ganz, ganz tolle vegane Küche. Aber ich konnte dort erstmal gar nichts essen, weil ich da gehockt hatte und mir sind die Tränen gekommen. Und mich berührt das auch jetzt nochmal, wo ich es erzähle, weil ich in diese Energie gerade abtauche, wie dankbar ich war, wie bewusst mir es da geworden ist, wie sehr wir geführt werden, wie sehr wir auf unser Herz lauschen dürfen und uns führen lassen wollen, wie sehr wir ein wohlwollendes Universum an unserer Seite haben. Und ein aktuelles Beispiel, das war letztes Jahr, da war ich mit meinem Mann in Portugal unterwegs. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, es war Lissabon oder Porto. Egal. Auf jeden Fall, wir waren da schon so ein bisschen Google Maps-mäßig unterwegs und wollten uns gewisse Dinge anschauen. Und irgendwie habe ich zu meinem Mann gesagt, komm, lass uns mal hier rechts rüber gehen, in diese Seitenstraße da rein. Und er sagte noch, warum? Komm, jetzt behalten wir doch den Weg hier bei. Und ich sagte, nee, komm, wir gehen jetzt hier rechts rüber. Ich weiß nicht warum, lass uns hier rechts rüber gehen und dann da vorne links und dann kommen wir ja auch wieder auf diese Straße hier. Okay, dann haben wir das eben auch gemacht und sind dann an einem Lokal vorbeigekommen, wo die stehen ja dann oftmals in solchen Städten vor den Lokalitäten und zeigen einem die Speisekarte, um einen einzuladen, dann eben auch da zu essen. Und ja, es war ein veganes Restaurant. Es war ein veganes Restaurant mit indischer Küche, also ein indisch-veganes Restaurant. Und wir haben dann gesagt, okay, jetzt im Moment passt es nicht zum Essen, wir kommen heute Abend nochmal, haben uns die Adresse aufgeschrieben und das war dann eben unsere Lokalität für abends. So, und in dem Moment wussten wir beide, mein Mann und ich, warum ich plötzlich den Impuls hatte, lass uns hier rechts rüber gehen und dann links, weil sonst hätten wir dieses vegane indisch angehauchte, also indische Küche lokal nicht gefunden und auch Rohkost basiert noch. Und wir sind dann auch abends dorthin und haben dann abends eben erfahren, das Lokal hatte an dem Tag erst eröffnet. Also wir waren mit die ersten Gäste. Der Inder, der dieses Lokal führte oder eröffnet hatte, hat mehrere Lokalitäten, auch europaweit, ich glaube eins sogar auch in Frankfurt. Und sind mit ihm natürlich auch ins Gespräch gekommen, weil er war an dem Abend ja persönlich dann eben auch da. Er hat schon einige Jahre im Saarland vorher gelebt, hat hier im Saarland auch studiert und da war natürlich da auch eine Ebene da. Wir haben uns mit ihm unterhalten und Kontakt geknüpft und da habe ich auch noch mal gesehen, wie sehr wir vom Leben einfach geführt werden. Das heißt, du bist immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, wenn du dich auch führen lässt. Jeder von uns ist immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, wenn wir uns denn führen lassen, wenn wir uns auf unser Herz vertrauen, wenn wir auf unser Herz lauschen und uns führen lassen. Und du bist ja hier auch in dieser Gruppe, weil du auf der Suche bist nach deinem Seelenplan, weil du den entdecken und den leben möchtest. Und deshalb die Einladung an dich, finde Beweise und deshalb diese drei Beispiele von mir hier. Ich könnte da stundenlang dir Beispiele bringen. Das sind die, die mir heute Morgen gerade so präsent ins Bewusstsein gekommen sind. Finde Beweise, wie du geführt wirst.
wie du auch heute tagsüber geführt wirst. Das kann sein, dass du nachher einkaufen gehst und durch die Fußgängerzone gehst und da ist irgendwo, keine Ahnung, irgendeine Zeitung. Und wenn es die Bild-Zeitung ist, egal. Und da steht zum Beispiel in der Überschrift irgendwas von Vertrauen in irgendeinen Satz integriert. Nur mal als Beispiel. Oder du hörst du bist mit dem Auto unterwegs und da läuft irgendein Song im Radio und da geht es irgendwie um Vertrauen oder um Führung oder irgendetwas. Oder du schaltest zufällig das Fernsehen an, wenn du ansonsten kein Fernsehen guckst, hast du den Impuls, Fernsehen anzumachen und da läuft irgendwas von der Werbung mit Vertrauen oder egal was. Und wenn du auf der Suche bist, Beispiele zu finden, wie, auf welche Art und Weise das Leben an deiner Seite ist und du Vertrauen haben kannst, dann wirst du das auf diese unterschiedlichste Art und Weise vom Universum präsentiert bekommen. Dazu gilt es natürlich auch, im Hier und im Jetzt und präsent zu sein und Ausschau zu halten nach diesen Beweisen. Oder wenn du vielleicht zurückblickst auf dein Leben bislang, findest du aus der Vergangenheit vielleicht auch Beweise auf eine ähnliche Art und Weise, wie ich dir das gerade erzählt habe. Okay? Und das hat mir im Laufe der Jahre die Rückenstärkung gegeben, den Beweis gegeben, dass ich Urvertrauen ins Leben wieder ausgraben kann. Das Urvertrauen ist ja auch in jedem von uns drin. Das ist nur verborgen aufgrund unseres Fortschrittes, weil man es uns ja nie beigebracht hat, Vertrauen ins Leben zu haben, weil man uns beigebracht hat, hier mit unserem Köpfchen unterwegs zu sein, mit unserem Denker. Ja? Und deshalb die Einladung an dich. Finde bitte Beweise auch heute schon dafür, dass ein wohlwollendes Universum an deiner Seite ist, dass du Vertrauen haben kannst und darfst in dein Leben, auf deinen Weg, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und bitte gib in der Richtung nicht auf und hör auf, mit dem Kopf dabei sein zu wollen, sondern sei mit dem Herzen, mit deiner Seele dabei. Lausch da auf dein Herz, lausch auf deine Seele und bitte, 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 denk dran, das ist wie so ein Muskeltraining. Wenn du Muskelaufbautraining machst oder jemand, der Muskelaufbautraining macht, Bodybuilder oder keine Ahnung, so diejenigen, die in diesen Fitnessstudios unterwegs sind, sobald du aufhörst, den Muskel zu trainieren, für eine Woche, für zwei, wird er wieder schlaff. Das ist etwas, wo du am Ball bleiben darfst. Und deshalb der Hinweis nochmal hierfür, mach das jetzt nicht nur für 2, 3 Tage oder 2, 3 Wochen. Das ist ein ständiges Training. Vielleicht zunächst mal wie jedes Training auch anstrengend, aber du machst es im Laufe der Zeit zur Gewohnheit. Du machst dir ein Spiel daraus. Du bist ständig dabei, dann irgendwie Beweise zu suchen, dass du Vertrauen haben darfst ins Leben. Ja, das wird so im Laufe der Zeit zur Gewohnheit und zum Spiel. Wir sagen auch immer, wenn wir so unterwegs sind, auch so spaßeshalber, wenn wir da mal wieder so wie aus dem Nichts uns irgendetwas quasi erschaffen. Wir haben gerade die Woche noch irgendwo gehockt und hatten einen Kaffee getrunken und leckeren Omas selbst gebackenen Kuchen gegessen. Auf einem kleinen Festchen, wo wir zufällig vorbeigefahren sind und uns nach einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen zumute war, aber wir wollten nix so vom Bäcker und haben da gehockt und haben diesen selbstgebackenen Kuchen genossen und den Kaffee und haben so scherzeshaft zueinander gesagt, guck mal, wie wir uns gerade unsere Realität erschaffen, wie das Universum, wie Gott, sei Baba, jetzt so auf die Schnelle dieses Festchen hier kreiert hat, die Menschen hier kreiert hat. Und wenn wir jetzt hier wegfahren aus diesem Dörfchen, dann ist hier alles wieder weg. Ja, verstehst du, so machen wir uns ein Spielchen da draus. Natürlich sind wir nicht aus dem Dorf rausgefahren und dieses Volksfestchen, was da war, das war dann anschließend weg. Aber wir haben es uns irgendwie in unser Leben kreiert, dass wir gerade zu dem Zeitpunkt zufällig durch diese Ortschaft, weil wir unterwegs waren, durchgefahren sind. Beide eigentlich Lust auf einen Kaffee hatten und auf ein Stückchen Kuchen, aber jetzt nicht unbedingt aus einem Kaffee, sondern sowas Selbstgebackenes einfach. Okay? Und so wird das dann eben auch zum Spaß und zur Freude. Gut,
Wie kannst du jetzt zusätzlich noch etwas dazu beitragen, dir diese Beweise vom Universum zu holen, beziehungsweise vielmehr dein Urvertrauen zu stärken? Und da kommen wir jetzt nochmal zu unseren Chakren. Wir haben ja gestern über Solarplexus gesprochen, über unser Bauchchakra, da wo unsere Wahrnehmung, unsere Intuition hockt, unser Bauchgehirn hockt und unser Urvertrauen. Das sitzt im Wurzelchakra und das befindet sich zwischen Anus und Genitalien. Und das ist etwas, was ich schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube, das ist, ja, das begleitet mich eigentlich schon, seit ich mit Mental- und Bewusstseinstraining angefangen habe. Also schon seit 13, 14 Jahren, wo ich regelmäßig über meine Chakren auch einatme. Und da kannst du einfach hingehen und dir vorstellen, wie du mit deiner Aufmerksamkeit, das können wir jetzt gerne auch mal gemeinsam machen, dass du einmal die Erfahrung gemacht hast, wenn du mit Chakrenatmung nicht geübt bist, ähnlich wie wir das gestern gemacht haben, schließen wir jetzt mal gemeinsam die Augen und atmen mal einige Male durch den Mund aus. Atmen mal aus, lassen uns mal in unseren Körper sinken, lass mal deine Schultern sinken, nimm mal Kontakt zu deinem Körper auf. Komm so mal ganz im Hier und im Jetzt, im Augenblick an, an dem Ort, in dem du dich befindest, auf dem Platz, in dem du dich gerade befindest. Nimm mal die Sitzfläche wahr, auf der du hockst. Nimm Kontakt über deine Füße zu Mutter Erde auf, die dich nährt und trägt. Nimm die Sitzfläche wahr, triff gerne auch die Entscheidung, dich jetzt bewusst tragen zu lassen. Richte die Aufmerksamkeit auf deinen Atemstrom, wie es dich atmet, ein und wieder aus. Durch die Nase, ganz leicht und frei, fließt dein Atemstrom durch die Nase ein und aus. Vielleicht kannst du auch wahrnehmen, wie jetzt so eine Ruhe einkehrt, wie Stille dich umgibt, trotz Außengeräusche ist Stille da. Und jetzt lade ich dich ein, deine Aufmerksamkeit mal auf dein Wurzelchakra zu richten, das sich zwischen Anus und Genitalien befindet. Stell dir einfach vor, wie du jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu diesem Bereich gehst, zu deinem Wurzelchakra. Und dann stell dir vor, wie über dein Wurzelchakra dein Atemstrom jetzt ein- und ausströmt. Einfach vorstellen, wie es wäre, wenn du deinen Atemstrom jetzt über dein Wurzelchakra ein- und ausströmen lassen kannst. Und dies gerne verbunden mit den Gedankenenergien, dass rotes Licht, Liebe, Lebensenergie und Urvertrauen Atemstrom für Atemstrom in dein Wurzelchakra ein- und wieder ausströmen. Mach das mal ganz tief und genüsslich. Stell dir vor, wie ganz tief und genüsslich dein Atemstrom in dein Wurzelchakra einströmt, verbunden mit den Gedankenenergien, rotes Licht, Liebe, Lebensenergie und Urvertrauen strömen ein. Und mit dem Ausatmen erlaubst du deinem Wurzelchakra, sich mehr und mehr zu öffnen und sich zu befreien von all den Blockaden und Prägungen, die dich bislang noch daran hinderten, das Vertrauen in dich selbst, das Urvertrauen ins Leben wieder zu aktivieren. Hab da ganz Vertrauen, dass sich all das zu deinem höchsten Wohle, zum höchsten Wohle aller Beteiligten, so wie es jetzt genau für dich passt, dein höheres Selbst weiß da, in welchem Maße das geschehen darf. Hab da ganz auch Vertrauen, dass sich das alles löst. Mach das mal noch einige Male in deinem eigenen Rhythmus.
Rotes Licht, Liebe, Lebensenergie und Urvertrauen strömen ganz tief und genüsslich in dein Wurzelchakra über den Atem ein. Mit dem Ausatmen öffnet sich dein Wurzelchakra mehr und mehr. Und ein letztes Mal. Sehr gut. Und dann nimm nochmal einen tiefen Atemzug und mit dem Ausatmen öffnest du deine Augen wieder und bist ganz präsent im Hier und im Jetzt. Sehr gut. Ja. Sehr schön, wie waren deine Erfahrungen? Hallo liebe Gabi, ich sehe gerade, du bist auch dabei. Zwitschern da Vögel im Hintergrund. Ja, ich habe einen Vogel. Vor ein paar Jahren ist die Nachbarin hier aufgetaucht und hatte einen Wellensittich in einer Kiste, der so, na, ich sag's jetzt mal, am Abkratzen war. Und ich habe dieses Vöglein aufgenommen. Wir haben lange versucht, über Facebook und Co. und hier im Dorf irgendwo herauszufinden, wo das Vöglein herkommt. Wir haben keinen Besitzer gefunden. Und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, dann darf er eben hier bleiben. Und der wohnt jetzt hier bei uns seit ein paar Jahren schon. Darf hier auch frei rumfliegen. Ich finde es paradox, einen Vogel im Käfig einzusperren. Aber er hätte ja nun mal hier in unserer Region keine Überlebenschance gehabt und es stand schon arg auf der Kippe, dass er eh überlebt. Er hat sich wohl uns ausgesucht und ja, so darf er dann hier sein Dasein noch fristen. Und er möchte halt einfach mitreden. Ansonsten wäre ich nie auf die Idee gekommen, einen Vogel zu kaufen und der irgendwo einzusperren. Okay, dann lese ich mal, was ihr da an Erfahrung gemacht habt. Die Evelyn schreibt, Evelyn mit I. Und morgen und übermorgen vertraue ich und erlebe Beweise. Sehr, sehr gut. Gabi, ich korrigiere, ich bin nicht sicher, ob es etwas Fernes ist, was dennoch fühle, was Schwere ist. Ich glaube, ich muss mal oben anfangen, da zu lesen, dass ich das besser mal zuordnen kann, was ihr da geschrieben habt. Gabi, endlich bin ich auch dabei. Sehr schön. Fortschritt gleich Rückschritt von der Einheit. Ja, wir haben im wahrsten Sinne des Wortes mit unserem Fortschritt, unser fortgeschrittenes Zeitalter, in dem wir uns gerade befinden, haben wir uns im wahrsten Sinne des Wortes fortgeschritten von uns selbst. Genau. Und deshalb geht es eigentlich darum, nochmal einen Rückschritt zu machen, also kein Rückschritt in dem Sinne, sondern zurückzufinden zu unserem wahren göttlichen Kern. Solche Geschichten kenne ich auch von mir. Sehr gut, liebe Evelyn. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Hilke, wie heißt denn das Restaurant in Frankfurt? Ich muss noch mal googeln. Das ist irgendwo im Bahnhofsbereich. Als er uns das erzählte letztes Jahr, hat er nur davon gesprochen, dass er innerhalb von Frankfurt umzieht und jetzt irgendwo im Bahnhofsbereich ist. Vielleicht kannst du auch mal googeln, vegan Frankfurt, vegan indische Küche Frankfurt. Ich werde auch mal schauen, ob ich es finde. Wir waren seitdem nicht in Frankfurt. Doch, ich war zwar schon in Frankfurt, hatte aber keine Zeit, um da nach dem Lokal Ausschau zu halten. Wenn ich es finde, ich poste es euch hier rein. Hilke, ja, diese Führung habe ich am 1. Mai erfahren, als ich traurig war, dass ich so viel allein bin, als mein uraltes Einsamkeitsgefühl wieder hochkam. Ich schaute im Internet nach einem schönen Bild und fand eine Gemeinschaft, die genau meinen Vorstellungen entspricht, die ich in meinem Idealen beschrieben hatte. Sehr gut, super, liebe Hilke. Ich informierte mich, wie ich sie kennenlernen kann und werde nun Ende Mai für das Feiertagswochenende zu den Gastfeiertagen fahren,
um sie kennenzulernen. Wenn das keine Führung ist, sehr, sehr gut. Super, liebe Hilke. Vielen Dank fürs Teilen hier. Sehr, sehr gut. Super. Gabi schreibt, ich korrigiere, ich bin nicht sicher, ob es etwas Fernes ist, was dennoch fühle oder Schwere ist. Gabi, verlass dich auf dein erstes, auf den ersten Impuls. Das ist überhaupt immer. Verlass dich immer, jeder von euch hier, verlass dich auf den ersten Impuls, den du hast und vertraue. Sobald wir anfangen zu überlegen, in dem Moment setzen wir den Denker ein oder setzt unser Denker, unser Verstand ein und dann sind wir im Außen orientiert. Ja? Also, ihr Lieben, habt einen wunderbaren Tag. Atemstrom immer wieder übers Bauchchakra ein- und ausströmen lassen, um in deiner Wahrnehmung zu sein. Immer und immer wieder über deinen Wurzelchakra ein- und ausströmen zu lassen, um es zu reinigen, um es zu aktivieren, um dein Urvertrauen zu aktivieren. Und finde Beweise heute und die nächsten Tage, dass du geführt bist, dass das Universum wohlwollend, dein Leben wohlwollend an deiner Seite ist und dass du auf dich und dein Herz vertrauen kannst. Okay? Und morgen sind wir eine Stunde später zugange. 7:15 Uhr habe ich ja morgens hier so früh angesetzt, um diejenigen von euch, die berufstätig sind, möglichst schon morgens früh Impulse zu schenken, bevor sie so in den Tag starten. Natürlich kann nicht jeder immer zu jeder Zeit, aber ich gehe mal von aus, morgen ist niemand unbedingt ganz früh berufstätig unterwegs. Deshalb morgen eine Stunde später, 8:15 Uhr, sehen wir uns hier in alter Frische zur Seelenfreude-Challenge. Hab einen wunderbaren Tag. Bis morgen. Ciao.